So, dann bist du mehr Messi oder Ronaldo, komm. Das wird dein Herz brechen, glaube ich. Ach, da soll ich Aufnahme stoppen, Alter. Leute, wir machen doch, Karim macht sein eigenes Squad, ich bin da nicht dabei. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute was ganz Besonderes, und zwar werde ich zusammen gleich mit Karim unser Squad Battle in FIFA 23 bauen. Wir beide bekommen ein gemeinsames Team. Und erstmal hier, Karim, was geht ab? Schöne Grüße hier. Was geht? Nicht viel bei dir? Ach, Bruder, wir bauen gleich ein schönes Team zusammen. Geht nicht viel. Weekend League am Schwitzen, wie immer. Hast du auch Weekend League gespielt? Ich spiele, wie gesagt, immer noch keine Weekend League. Ist doch was Schönes für die Nerven. Muss man doch mal ein bisschen zocken. Nee, das kann ich gar nicht. Ja, Leute, wir werden heute unser Squad-Battle-Team zusammenbauen. Hast du das schon mal gemacht oder weißt du, was dich erwarten wird? Ich habe ein bisschen was gehört, aber ich lasse mich mal überraschen. Genau, und zwar, ihr könnt ja gerade im Hintergrund sehen, wir haben ein komplett leeres Team. Wir werden gleich 18 Spieler auswählen. Und dieses Team, da könnt ihr dann demnächst in FIFA gegeneinander antreten. Leute, lasst erstmal einen fetten Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, checkt Karim aus, hier Instagram, alles verlinkt. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt haben wir hier im Hintergrund die Formation, die können wir uns aussuchen. Was sagst du? Hast du eine Lieblingsformation in FIFA? Hier gibt's also, ich spiele immer gerne mit zwei Stürmern. Ja. Eigentlich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist in dem Spiel, aber eigentlich am besten immer mit zwei Stürmern. Okay, nicht, sollen wir vielleicht so enge Raute nehmen? Was sagst du? Also, ich habe jetzt damit gespielt schon in FIFA. Ich sag dir ehrlich, ich brauche eigentlich mehr Leute im Mittelfeld. Deswegen gibt es vielleicht eine andere Formation, wo mehr im Mittelfeld sind, aber auch mit Außenspielern und so. Ansonsten kann man ganz klassisch 4-4-2 nehmen. 4-4-2, ja. Oder wir nehmen 4-2-2, dann können wir aber keine LMs und RMs nehmen. Ja. Ja, ich weiß nicht, was sagst du? Was kann man machen? Also ich spiele in-game immer 4-2-2, aber als Startaufstellung habe ich, glaube ich, erstmal die hier, 4-4-1-1. Und dann stelle ich in-game einfach um. Ja, mach mal 4-4-2, oder? Ja, okay, lass 4-4-2 nehmen. Okay, und jetzt müssen wir erstmal Trainer, nehmen wir natürlich Terzic. Wir nehmen jetzt 18 Spieler, die Startelf. Wir dürfen einen Hero, eine Icon oder zwei Icons, zwei Heroes, ist egal. Aber jetzt erstmal die Sache, wen packen wir vorne rein? Wir packen auf jeden Fall dich mit rein, das ist Pflicht, das muss sein, komm. Aber ich darf doch nicht, von Anfang an spielen, das ist ja skandalös. Doch, komm, machen wir. Das ist ja skandalös. Schau mal die Kurve an. Die Kurve geht schon ganz nach unten. Steht da, ich bin umsonst. Aber du bist schon dieser Abstoßpreis, Bruder. Ja, dieser Abstoßpreis, genau. Das ist ja skandalös, ohne Spaß. Was sagst du deiner Karte eigentlich? Komm, sei mal ehrlich jetzt. Also ich finde Skandal. Was hättest du anders gemacht? Schießen mehr? Pace ist gut. Nee, ich finde generell Pace, Dribbling und Schuss finde ich top. Kann ich gar nicht meckern, aber insgesamt bin ich noch gar nicht so zufrieden. Deswegen müssen da mal ein paar Informkarten her oder ein paar Special-Karten, ne? Ja, man versucht. Wie machen wir weiter? Willst du irgendwelche Kollegen, mit denen du früher gezockt hast, Noah oder so, kann auch mit rein, ist kein Ding, worauf du Bock hast? Den müssen wir auf die Bank tun, weil ich glaube, wir brauchen ein gutes Team, dass die Leute sich da... Jetzt nichts gegen Noah, mein Freund, aber... Er hat so eine ähnliche Karte wie du, ne? Also ist fast identisch. Ja. Sogar ein bisschen schlechter, würde ich sagen, mit ein paar Werten, ja. Also wir machen das so, wir gehen nicht mit den OP-Spielern, sondern einfach, wo du sagst, das sind vielleicht deine aktuell Lieblingsspieler, besten Spieler auf der Position. Okay. Dann dribbeln wir das schon irgendwie. Als Stürmer würde ich, glaube ich... Also wir haben ja die Möglichkeit, auch eine Icon oder zwei Icons. Stimmt. Ich würde sagen... Also ich glaube... Ja, was würdest du sagen? Ich würde schon sagen, hier, erneuern oder Pelé. Wir verstehen uns. Aber was krass ist, der hat einfach 80 Passen. Und Pelé hat 90 Passen. Also, ich weiß nicht, was sie da falsch gemacht haben. Dann machen wir außen weiter. LM. Wir müssen ja auch gucken wegen Liga und sowas. Was genau, ja. Wenn ich sehr feier, glaube ich, Neymar. Glaube ich, jedes FIFA einfach gut, weil er so krass ist. Feierst du den auch in echt oder nur in FIFA? Nee, feiere ich ihn echt auch, auf jeden Fall. Ja, dann lass uns den noch nehmen, wenn du sagst, du feierst den. Ja, dann nehmen wir Neymar. Weil der passt auch gut wegen R9, da haben wir schon mal hier einen Punkt für Brasilien. Wir müssen auf jeden Fall nicht auf volle Chemie kommen, das ist sowieso gefühlt unmöglich. Ja. ZM. Da gibt es ja dieses Jahr viele neue. Auch Hero-Karten, ich weiß nicht, so Yaya Touré und so, ne? Oder wen feierst du noch? De Bruyne. Können wir ein bisschen wechseln. Also ich glaube, ganz krass wäre jetzt Hullet, aber schauen wir mal. Dann De Bruyne feiere ich auch geisteskrank. Ich feiere Kanté, spiel auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt Hullet nehmen, dann können wir keine andere Hero-Karte mehr oder so nehmen, ne?
Ich würde auf jeden Fall De Bruyne nehmen. Für mich bester Zentrumspieler der Welt. Ja, easy. Dann nehmen wir De Bruyne mit rein. Jetzt haben wir halt drei verschiedene Ligen. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir am besten auch Spieler versuchen, aus diesen Ligen oder aus den Nationen zu nehmen. Damit die so ein bisschen auf Chemie kommen, weil das ist ja auch wichtig. Okay. Ja, ja. Sonst spielen die am Ende nicht gut. Ja. Okay. Den nehmen wir als zweites im ZM. Ja, gehen wir einfach mit Jude. Ja, können wir machen. Gehen wir einfach mit Jude, weil ich glaube, der ist defensiv. Ich finde auch irgendwie auch eine geile Karte. Er hat eine geile Karte, 75 Base. Ja, 75 Defensive. Easy. Okay. Dribbling auch sehr gut. So, jetzt kommen wir rechtes Mittelfeld. Also wir müssen halt gucken, dass wir auch irgendwie ein bisschen auf Chemie kommen. Das ist auch wichtig. Mhm. Was sagst du denn zur neuen Messi-Karte vielleicht? Also ich weiß nicht, ob du Messi feierst. Oder bist du mehr Messi oder Ronaldo? Komm. Das wird dein Herz brechen, glaube ich. Ach, da soll ich die Aufnahme stoppen, Alter. Leute, wir machen doch. Karim macht sein eigenes Squad. Ich bin da nicht dabei. Ja. Messi, ja, oder was? Also, Messi für mich bester Spieler auf jeden Fall. Aber schon immer oder jetzt aktuell? Schon immer. Aber warum? Weil Messi einfach der beste Spieler der Welt ist. Okay, willst du ihn im Team haben? Safe, oder? Würde ich auf jeden Fall reinfetzen. Okay, ja. Der hat ja so eine neue Karte bekommen, die ist ja auch ganz neu. Perfekt, okay. Aber 82 Pace, mit denen kannst du eigentlich auch nicht spielen, ne? Ja, ist schwierig. Gibst du ein paar Chemistry-Styles drauf, dann geht das schon. So, also am besten arbeiten wir jetzt mit diesen Ligen. Oder wir hauen noch einen rein, der vielleicht da hinten spielt, in der Premier League spielt und Engländer ist. Ja, das wäre gut für also Jude. Kriegt Bellingham auch. Ja, genau, dann kriegt Bellingham noch einen weiteren Punkt, weil du siehst ja, der braucht noch einen Engländer, dann hat er schon mal einen Chemiepunkt. Ja. Du musst dir so vorstellen, Nation immer zwei und Liga immer drei Spiele, dann kriegst du einen Punkt mehr dafür. Okay, okay. Du siehst das ja hier, wir haben das fast alles schon erfüllt hier bei den Ligen. Mhm. Okay, so gehen wir mal Left Back. Was sagst du denn so, bester Außenverteidiger aktuell? Cancelo ist schon, glaube ich. Und das Gute ist, den können wir entweder links oder rechts spielen lassen. Der kann auf beiden Seiten spielen dieses Jahr. Ah, echt? Ja. Ah, okay. Ja, ist so gut. Okay, nehmen wir Cancelo links. Perfekt. Okay. Gehen wir mal rechts. Ich würde da ganz klar Walker nehmen. Findest du den krass? Ja. Oh, Süle kann sogar auch Rechtsverteidiger spielen. Süle kann auch Rechtsverteidiger spielen? Ja, siehst du. So wie Dings gegen nehmen wir, Bayern. Dann nehmen wir meinen Mann Süle. Nehmen wir meinen Mann Süle. Okay, sollen wir den rechts spielen oder innen? Ich würde... ich würde rechts spielen. Okay. Der kann das. Auch mit 62... mit 64 Pace? Dribbling kann er das. Okay. Mit 62 Dribbling kann er das. Okay. Guck mal, du und der sind aber schon mal voll, das ist ja wichtig. Defensiv ist ja geisteskrank. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt Innenverteidiger. Also, sieht schon mal eigentlich ganz gut aus. Wir bräuchten vielleicht noch einen aus der Premier League. Wer ist denn so für dich der beste Innenverteidiger aktuell? Also, der passt eigentlich gar nicht da dazu, aber ich finde Rüdiger geisteskrank. Rüdiger? Okay. Ja, aber der passt halt nur rein. Ja, wir können mal gucken, ob der ein paar Punkte kriegen würde. So, einmal die hier. Er hat halt einen Punkt. Ja, das passt halt nicht. Oder wir nehmen Hullet. Oder wir machen Rüdiger raus, machen Maldini rein, Süle Innenverteidigung und rechts Walker. Also Rüdiger raus. Wir können ihn ja auf die Bank packen. Können wir ja auch. Stimmt auch, ja. Stimmt, wir haben ja noch die ganzen Bankspieler. Warte, so. Packen wir hier Walker. Ja, sieht doch schon viel krasser aus jetzt. Also, ja, Messi ist halt noch nicht voll, ne? Aber schwierig, den voll zu kriegen. Und also hier wolltest du Maldini, ne? Ja. Dann Torwart, ne? Ja. Ich glaube, ich würde Donnarumma reintun. Donnarumma? Ja. Findest du den besser als so ein Alisson, Ederson? Ja, doch, dann tun wir Ederson rein. Ederson? Ja. Findest du den besser? Mhm. Okay. Gut, dann, Alter. Das Team sieht eigentlich super aus. Außer Neymar und Messi haben wir alle bisher auf volle Chemie. Ich finde es so top. Wir haben jemanden für die Defensive, wir haben jemanden für Offensive. Wir haben Außenspieler sind top. Der linke Stürmer ist nicht so top, aber ist okay. Verteidigung richtig gut. Ich bin sehr zufrieden. Okay, was packen wir noch auf die Bank? CR7? Das ist unser Team. Ich darf auch was sagen. Ja, natürlich, klar. Also, weil du es bist, kannst du Ronaldo da rein. Okay, machst du eine Ausnahme, korrekt. Okay, CR7 mit auf die Bank. Boah, wen packt man denn noch mit drauf? Wir brauchen ja überall so ein bisschen. Wir haben ja schon mit dem Rüdiger, vielleicht noch einen ZM, einen geilen, den wir reinbringen können.
Ich würde Kanté. Ach ja, stimmt. Kanté feierst du ja, hast du gesagt. Ja. Kanté. Kanté. Dann haben wir noch drei weitere. Oder du kannst auch Leute reinnehmen, die du einfach so auf der Bank haben willst, die dich in deiner Karriere begleitet haben oder auf die du Bock hast, mit denen du gut bist oder wie du willst. Ja? Ja, kannst du auch. Dann nehmen wir hier erstmal meine alten Freunde. Schreib mal Ramalho. Den will ich auf jeden Fall da reinsetzen. Wie schreibt man den? Ja? Da ist er schon, ja. André? André, ja. Ja. Aus Salzburg. Was mit Schlotti oder so? Ja, ich hätte jetzt auch an ihn gedacht, aber ich würde vielleicht noch Marco reintun. Ja. Auf die Bank. Wir können auch beide, dann haben wir alle. Oder du hast noch andere auf dem Petto. Nee, dann können wir, wenn beide auch gehen, dann tun wir, haben wir noch einen Insider-Liga, ist auch noch top. Schlotti. Der eh eine Top-Karte gekriegt. Ronaldo kann ja ab der 70. für mich dann immer reinkommen. Okay. Kein Problem. Dann macht er wenigstens ein paar Tore. Kann auch sein, ja. Ja, oder Haaland haben wir auch. Boah, Erling auch, stimmt. Ja, eine geisteskranke Karte bekommen. Die habe ich ja gezogen, habe ich Arschbombe gemacht. Ey, ja, das habe ich gesehen, Sag mal die Bank nochmal. Ja, weißt du was? Du Kanté raus und Pfeffer Erling rein. Okay. Haben wir keinen fürs Zentrum, aber ist auch egal. Flotti kann auch mal Sechser spielen oder so. Ja, ja, kann er auch mal machen. Also sagst du, von den Icons würdest du am ehesten Maldini nehmen, als Zweite, die du nehmen könntest? Ja, ist so ein Schwanken zwischen ihm und Hullet. Also wenn ich meinen Senf dazugeben dürfte, dann würde ich Hullet sagen, damit das Team böser aussieht. Ist ja von uns beiden das Team, deswegen, wir können ja auch Hullet reinfetzen. Dann lass uns Hullet reinpacken. Pack mal schön Hullet rein hier, sieht doch schon mal ein bisschen brutaler aus jetzt, so. Besser. Ja. Was sagst du, bist du zufrieden? Ich bin absolut zufrieden. Okay. Außer dieser eine, dieser Portugiese da unten. warte mal, können wir kurz. Nee. Ja, guck mal, passt auch von der Chemie her. Super. So. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos angekommen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, hier das Team zu bauen. Das werdet ihr dann in FIFA gegeneinander zocken können. Wir haben auch ein paar coole Fotos geschossen dazu. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, checkt Karim aus und du hast die abschließenden Worte, mein Junge. Ich wünsche euch viel Spaß, hoffentlich hat es euch gefallen und haut's rein. Ciao.